Achtet Gottini. Meinst du nicht eher Goldfisch? Goldini. Oh. Egal, ist ein Goldini. Hat einen Spitznamen. Ist okay. Passt schon so. Unser Kapador Nummer 9. Ja, Kapador Nummer 9. Ich war ja bei der vollen Überzeugung, dass Goldini der Goldfisch ist und umgekehrt. Ja, wir sind hier schon mittlerweile echt Pokémon gestört, ne? Ganz schlimm geworden, muss ich sagen. Aber ich finde das cool. Ich finde momentan unsere Pokémon-Sucht hier macht richtig, richtig Laune. Oh wow. egal, komm. So, Nummer 9. Neun mit einem Lachs. Alles klar. Der Lachs. Und ich finde, wir machen in jeder Pokémon-Version diese 50 Karpadore. Jedes Mal muss man die Aufgabe stellen. Und jedes Mal ein neues Thema von den Namen her. 50 verschiedene Sachen von einem Thema dann. Unser Kapador Level, der Nummer 10. Alles klar, Snake. Finde ich gut. Coole Sache. Und Pokéball los. Nummer 10. Schön, dass wir beide gefangen haben, wo wir schon hatten. Nummer 10. Die nächste Generation habe ich auch schon was durch den Enkel ins Poke gegeben zu etablieren. Nächste Generation oder wenn ich dann die nächste Edition spiele. Nächste Generation, okay. Alles Gold über die Generation noch, ja. Tschu. Kap. Kapador. Oder Prack? Warum?
Oder Prag. Nummer 10. So, und 5 Klammer durch. Nice. Kannst schon mal die Nummer 11 reinschreiben. Eieiei. Clownfisch. Nice. Cool. Den finde ich gut. Eieiei, das war close. Ich gebe mein ganzes Geld aus für Pokebälle. Mir ist übrigens... Nein! Ich muss ihn freilassen. Fuck. Nein! Mir ist übrigens eine Möglichkeit eingefallen. Geld zu sammeln, ohne gegen Trainer zu kämpfen. Weil ich überlegt habe, also wie könnte man hier eigentlich das ganze Geld sammeln? So nach und nach. Dann fiel mir ein, so ja, gibt ja eigentlich nur die Trainer. So, und halt Items, die man verkaufen kann. Das wäre noch die Möglichkeit. Oder halt am Ende an die Pokémon-Liga farmen. Echt, war der hier? Weiß ich gar nicht. Ich bin gar nicht so sicher. Doch egal. Ich muss damit aufpassen. Na, wählen wir vielmehr so ein. Man könnte einfach Mauzi hochziehen mit Zahltag. Da hat man auch viel Geld. So. Ey, jetzt wurde gefangen. Kapital Nummer 11. Ja. Der Clown. Fisch. Passt doch perfekt, ey. Das war Nummer 11. Kapala Nummer 12. Hi Happen. Wow. Ach schön. Pokémon. Achso, nein. Item. Pokéball! Los! Du, 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 du. So, der... Ei? A? P? E? N? Ei haben! Das war Nummer 12, nice! Jetzt kommen wir langsam voran hier. Oder wir machen es nochmal so, habe ich mir jetzt auch nochmal nebenbei überlegt. Dass wir wirklich nur immer ein Spiel von jeder Generation spielen. Wir suchen halt eins aus. Und die anderen können wir noch nachholen irgendwann. Wäre auch kein Thema. Dann kann ich den Pokédex hier wirklich nochmal irgendwann komplett füllen. Irgendwann später. Dass ich nur die hole, die halt wirklich da machbar sind. In diesem Spiel. Das wäre auch noch die Möglichkeit. Muss ich mir dann immer im Endeffekt nachher aufschreiben, was ich nicht machen konnte, was ich konnte und so weiter, dann passt es auch. Carpador! Das heißt, ich werde jetzt keine Zeit mehr investieren in Pokémon MMO, sondern nur noch in die Pokémon Game Boy Spiele. Also in die Pokémon Nintendo Spiele hier.
Oh, ich kann es nicht nochmal angeln? Warum das denn nicht? So, Carpador Nummer 13, bitte. Piranha. Wird er wirklich mit einem N geschrieben? Tatsächlich, ja. Ja, gut. Wo ich seine falsch schreibe. Piranha. Klingt schon fast wie so ein Pokémon. So, next one. Carpador 14, meine Freunde. Nummer 14. Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. Mankey Kratzer. Bespawn. Und zack habe ich das Logo im Kopf. Ach man. Ja. Ich. Pohn. Zack. So, dann gehe ich mal kurz in den Pokémon Center rein. Ich habe da keinen Kratzer mehr übrig. So. Ich möchte natürlich auch für Abwechslung sorgen, deswegen gehen wir jetzt hier angeln. Und Carpador Nummer 15. Da kommt ja mal ein Shiny Carpador raus. Ah, ja, geht eh nicht, weil es noch die erste Version ist. So, Kratzer. Hauptsache das Carpador hat mehr Initiative als mein Mankey. Sushi. Okay. Ich hab dann, darf ich mir dann den Namen Nummer 16 nehmen? Ich hab dann direkt was dazu, was dann dazu passt. Nimm ruhig mehr. Das wäre gemein, ich arbeite ja damit, ich kenn die viel besser, ich hau die einfach so raus. Achso, und du stellst mir die Aufgabe, du musst mir schon mithelfen. Ich finde das echt funny gerade. Voll so eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, aber es ist ganz, ganz cool. Unterhaltsam finde ich gerade. So, dieses Carpador nennen wir Bonito. Das war jetzt Carpador Nummer 16.
Du bist so scheiße. Ach, Mann, ey. Schade, dass diese 50 Karpadore nicht zu den 50 gefangenen Pokémon zählen, die ich für den XP-Teiler brauche. Ah, ja, das Ding wollte ich mir auch noch bald besorgen dann. So, Nummer 17. Komm, das ist der Rotbarsch. Rotbarsch. Oh, passt sogar. Nice. Das war Nummer 17. Nummer 18 gehört bei dir. Hippopotas. Ne, Nummer 18 kommt jetzt. 16 war Bonito. 17 war Rotbarsch. Wir können jetzt auch den Blaubarsch Buben mal nehmen. Ist gar kein Thema. Können wir gerne machen. Wollen wir den Blaubarsch nehmen? Das passt sogar noch gerade so hin. Blaubarsch, alles klar. Wir gehen nachher die ganzen Namen nochmal alle durch, ne? Denk dran. Blaubarsch. Zack. So gut, wir kommen gut voran. Haben wir nur eine halbe Stunde gebraucht jetzt für 18 Karpadore? So, Karpador 19. Geht's jetzt, Snake? So, wir machen das immer abwechselnd. 19 nehme ich wieder, 20 nimmst du. Das hier. Nee, fährt hinter. Das passt nicht. Das hier ist die Dorade. Hippopotas. Ja. So. Nächste, also Nummer 20, gehört an dir. Wird Mankey von Kampf zu Kampf schwächer, was ist das hier? Ah, nicht wieder die Angel. Ja. Karpador wurde gefangen. Spitzname? Hotball. So fett ist mein Körper doch auch nicht. Hotboy. So, ich will schon mal, was ich Nummer 21 mache.
Hab schon was. Oh, wieder. Aha. Das ist jetzt der Seelachs. Weil so viel Kratzer nutzt die Finger, die von mir gehabt, ja, ich merke das schon. Seele. Genau, Streamlabs, so ist es nämlich. Da könnt ihr sogar die Pokémon-Folgen alle nachgucken. Jeden Tag eine neue. Jeden Tag. Piebelt. Heute kam, glaube ich, sogar nochmal 4 raus. So. Jetzt bist du mit Nummer 22 dran. Flipper. Nennt man auch Delfin. Was? Scheiße, waren die nicht unendlich groß? Ich dachte, die waren unendlich groß. Ah, nein. Ja, Box wechseln, würde ich sagen, ne? Ey. Gar nicht mehr dran gedacht, dass die ja begrenzt sind. Ich hab fast meinen Kopf aufs Mikro gehauen. Kratzer. So, jetzt aber. Flipper. Ja. Der. Yeah. Flipper. Ich brauch schon den nächsten Namen. Im Kopf. Warum ist er mit deinem Platte schneller als ich, ey? Ich glaube, das wird Klaus, oder? Ah, nee, ich wollte nichts riskieren. Bloß keine Bälle verschwenden. So viel Geld habe ich auch noch nicht. Genau wie dieses Mysterium, wenn du B gedrückt hältst, dass der Angriff schwächer wird, bei A wird er stärker. Was meinst du dagegen daneben? Oder dass wenn du A, B immer hin und her, immer abwechselnd drückst beim Pokémon fangen, dass du es dann leichter fängst.
Ja, warte, warte, lass mich erstmal hier Nummer 23 machen. Kabayaki. Was ist denn Kabayaki? Das ist manchmal der Seehecht. Nee, nee. Jetzt muss ich leider besiegen. So. Google japanische Fischgerichte. Alles klar. So, jetzt bin ich jetzt nehme ich dann dein Kabayaki als nächstes. Ey, die Hälfte haben wir gerade, ne? Gleich. Geil. Jetzt kommen wir schon schneller voran. Jetzt haben wir so ein bisschen den Dreh drin. So, Kabayaki. Oder zukünftiger Kabayaki. Mr. Kabayaki, bitte an den Tisch. Ja. So, den nächsten habe ich auch schon. Wird schwer knapp. Na, auch noch nicht. How to waste a lot of Pokédollar. Das Catch 50 Carpador. So, dieses Carpador, das ist der Lenkfisch. Das war jetzt bei die Hälfte. Sechsundzwanzigster Fugu. Aber ich muss die vielleicht mal mitgoogeln, ne? Oder ich blende zu jedem gefangenen Cover dann nachher im Video dann ein Bild ein. Was wir da genau benannt haben. Das mache ich. Ah, so, Alter. So, Nummer 26. Jetzt mache ich Nummer 27. Überlegen, aber auch schon was. Ich glaube, ich wiederhole heute nichts hier. So. Entschuldigung. Nummer 27. Ist der Saibling. Okay, der nächste ist dann gleich das. Okay, alles klar. Siehst du, kommen gut voran, Snake, oder nicht?